So, schauen wir uns ein paar Beispiele an zu diesen Grundgrößen des betrieblichen Rechnungswesens. Das machen wir anhand von Beispiel Geschäftsvorfällen. Der erste Geschäftsvorfall lautet: Die Telefonrechnung eines Unternehmens wird per Banküberweisung bezahlt. Das ist ganz einfach. Der Zahlungsmittelbestand nimmt ab. Das ist das hier, also quasi, dass der Bestand auf unserem Bankkonto nimmt ab. Deswegen sagen wir, es liegt eine Auszahlung vor. Mehr gibt es hier gar nicht dazu zu sagen. Wenn er zunehmen würde, also die Veränderung ist hier das Delta, dann hätten wir eben eine Einzahlung. Wenn er abnimmt, dann haben wir eine Auszahlung. So, gehen wir weiter zum nächsten Geschäftsvorfall. Da wird es jetzt ein bisschen spannender. Das ist ein sogenannter Zieleinkauf. Ein Unternehmen kauft also Rohstoffe auf Ziel ein. Was bedeutet das? Die Rohstoffe werden nicht sofort bezahlt bei Warenübergang, sondern man kriegt eine Rechnung und bezahlt erst später. Okay, was passiert hier? Beim Lieferanten, der die Rohstoffe liefert, entsteht ja mit der Übergabe der Rohstoffe an das Unternehmen rechtlich ein Anspruch auf künftige Bezahlung. Und dem gegenüber steht beim belieferten Unternehmen, also uns, eine entsprechende Verpflichtung, irgendwann auch zu zahlen. So. Eine Verpflichtung zu einer künftigen Auszahlung ist also bereits heute beim Käufer rechtlich entstanden. Das heißt, aus unserer Sicht haben sich die Verbindlichkeiten verändert, sind nämlich hochgegangen. Wir haben Schulden quasi bei unserem Lieferanten. Wenn die Schulden hier steigen, dann heißt, Sie sehen, die Verbindlichkeiten gehen negativ in die Veränderung des Nettogeldvermögens ein. Das heißt, Verbindlichkeiten steigen ist also eine Ausgabe, ne, weil das Nettogeldvermögen negativ beeinflusst wurde. Umgekehrt, wenn zum Beispiel unser Bestand an Forderungen steigen würde, dann würde unser Nettogeldvermögen auch steigen, dann hätten wir eine Einnahme. Okay. Nächster Vorfall ist der umgekehrte Fall, ein Zielverkauf. Und zwar das Unternehmen, wir liefern bestellte Waren an einen Kunden und dieser muss laut Rechnung innerhalb von 30 Tagen bezahlen. Hier ist genau der umgekehrte Fall. Wir haben was geliefert und nicht sofort die Zahlung erhalten. Das heißt, durch Übergang der Ware erhält der Verkäufer, wir, einen rechtlichen Anspruch auf künftige Begleichung dieser Forderung. Der Warenübergang stellt also eine Einnahme für den Verkäufer dar. Denn das Nettogeldvermögen nimmt zu. Woran sehen wir das? Naja, die Veränderung der Forderung geht positiv ein in die Veränderung des Nettogeldvermögens. Sonst verändert sich nichts. Das heißt, unterm Strich haben wir eine Einnahme. Okay? Hier hat sich nichts getan bei den Verbindlichkeiten und hier beim Zahlungsmittelbestand hat sich auch nichts getan, weil ja jetzt noch kein Geld geflossen ist. Nächster Vorfall ist eine Kredittilgung. Ein Unternehmen tilgt einen Kredit per Banküberweisung. So, was passiert hier? Erstmal, per Banküberweisung bedeutet, unser Bankkonto nimmt ab, haben also eine Veränderung des Zahlungsmittelbestands, nämlich erstmal liegt eine Auszahlung vor. So, das ist aber nicht alles. Gleichzeitig reduziert sich dadurch die rechtliche Verpflichtung zur Tilgung in der Zukunft, weil wir haben ja den Kredit getilgt, das heißt, in der Zukunft müssen wir den nicht mehr tilgen. Will heißen, die Verbindlichkeiten nehmen ab und zwar in der gleichen Höhe, wie unser Zahlungsmittelbestand zunimmt. Das heißt, hier hatten wir ein Plus und hier hatten wir ein Minus. Das heißt, unterm Strich liegt keine Ausgabe vor. Denn es kommt zu keiner Änderung des Nettogeldvermögens. Das Nettogeldvermögen wird einmal hier positiv beeinflusst und die Verbindlichkeiten nehmen hier ab und das hebt sich eben gegenseitig auf, sodass unterm Strich keine Ausgabe da vorliegt, sondern nur eine Auszahlung. Nächster Vorfall ist, dass eine Maschine, also eine Sachanlage, die verliert durch Abnutzung im Produktionsprozess an Wert. So, was passiert hier? Zahlungsmittelbestand ist nicht berührt, hier fließt kein Geld. Nettogeldvermögen ist auch nicht berührt, denn das verändert nicht unsere Forderungen oder die Verbindlichkeiten.
Aber trotzdem passiert ja irgendwas. Der Wert der Maschine verringert sich. Das heißt, das Sachvermögen, da zählt die Maschine rein, das verringert sich. Netto-Geldvermögen hat sich nicht verändert, also sinkt insgesamt das Reinvermögen. Das heißt, wir haben es mit einer Aufwendung zu tun. Die Abnutzung verursacht also einen Aufwand. Genau. Nächster Vorfall, da gehen wir jetzt auf die Leistungs- und Kostenseite. Rohstoffe werden bei der Produktion eingesetzt, ist der Geschäftsvorfall. Was passiert hier? Netto-Geldvermögen ist unberührt, weil weder unsere liquiden Mittel sind beeinflusst, noch die Forderungen oder Verbindlichkeiten. Aber das Sachvermögen nimmt ab, denn wir verbrauchen Vorräte. Macht also unterm Strich eine Verringerung des Reinvermögens, macht also erstmal eine Aufwendung. Und weil dieser Aufwand bei der gewöhnlichen betrieblichen Geschäftstätigkeit anfällt, nämlich bei der Produktion, handelt es sich bei diesem Rohstoffverbrauch gleichzeitig auch um Kosten. Das steht hier, betrieblich bedingte Aufwendung. Okay? Deswegen sagen wir hier auch Kosten. Wenn das eben ein Aufwand wäre, der nicht betrieblich bedingt wäre, dann würde das nicht unter Kosten fallen, sondern nur unter Aufwendung. Aber so ist es ein Aufwand, der gleichzeitig Kosten darstellt. Letzter Vorfall. Der Inhaber eines Unternehmens stellt dem Unternehmen seine Privaträume im Rahmen der betrieblichen Tätigkeit zur Verfügung. So, es besteht kein Vertrag zwischen, zwischen dem Inhaber und dem Unternehmen. Also es kann auch keine Mietzahlung möglich. Das heißt, Netto-Geldvermögen ist unberührt, weil kein Geld fließt und auch keine Schuld entsteht. Das Sachvermögen ändert sich auch nicht, denn die Privaträume gehören ja nicht dem Unternehmen, werden also nicht abgenutzt, sondern der Privatperson. Das heißt, hier passiert nichts. Es liegt also auch kein Ertrag und keine Aufwendung vor. Aber der Unternehmer, der Inhaber, hätte ja seine Privaträume auch anderweitig vermieten können. Und durch den Verzicht auf diese Alternative muss er seine angemessene Miete bei der Preissetzung mit einkalkulieren. Es liegen also sogenannte kalkulatorische Kosten vor in Höhe der entgangenen Mieteinnahmen. Und das hier sind also Kosten, die keine Aufwendungen darstellen. Okay, und so kann man verschiedene Fälle durchspielen. Von Geschäftsvorfällen, die entweder mehrere Kategorien erfüllen oder nur einzelne, je nachdem.